Wie ging das bei dir jetzt los vor 1,5 Jahren, als das angefangen hat mit Corona? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Aufmerksam, naja, aufmerksam hier, wie sich der Alltag verändert hat, das Leben verändert hat. Und im Grunde auch, wie die mediale Berichterstattung abgelaufen ist. Und dann auch zu Hause mit meiner Frau, wir uns eben auch so Gedanken gemacht, diskutiert und hatten relativ früh den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun oder mit Medizin oder mit Wissenschaft, weil da fahren Leute in China auf einmal auf der Straße um. Das kam uns so vor wie gestaged, weißt du. Regisseur, Kameramann, Klappe auf, Klappe zu. Pütter meinte, du schaust erst wieder Fußball, wenn ganz normale Zuschauer in den Reihen sitzen dürfen. War da nicht? Ja, das war ja auch lange so, aber ich habe es heute wieder mal angeschaltet, einfach mal um zu gucken. Weißt du? Aber große Begeisterung ist jetzt nicht bei mir da. Auch von der Nationalmannschaft nicht? Ich habe nichts gesehen. Ich habe es nur gelesen. Ach so. Jogi Löw ist ja immer noch Trainer. Ja. Ja, wird das so bleiben. Habt ihr Kontakt? Kennt ihr euch? Nee, Kimmel war ja mein Trainer auch in Stuttgart. Ach, der war damals der Trainer. Co-Trainer und dann Cheftrainer. Ach, krass. Ja, guck mal, wo der Jogi, der macht jetzt noch das Turnier im Sommer. Komm. Was natürlich beängstigend ist, welche Dynamik die Politik mit sich bringt, was denen so alles einfällt, das glaubt man ja gar nicht. Manchmal denkst du so, das ist ja gar nicht mehr zu toppen, aber die sitzen da noch einen drauf. Das ist schon beängstigend, weil mehr oder weniger ja wir keinen Notstand haben. Und dieses Notstandsgesetz hätte schon längst aufgehoben werden müssen.